Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor. Und zwar mit einem weiteren Keck-Fass-Opening. Nämlich, ich habe 24 Fässer. Nilfgaard ist heute rausgekommen. Es ist jetzt, konnte ich gerade den Patch runterladen, der um 17 Uhr kam. Und was 2, noch was Gigabyte war. Oh, 2, noch was Gigabyte. Ist ja nicht wirklich viel. Doch, in so einem Kartenspiel ist das jede Menge. Was sehr viel im Hauptspiel geändert hat, aber hier geht es jetzt darum, diese 24 Fässer zu öffnen. Nicht so viel, wie ich letztes Jahr mal hatte beim Fass-Opening, als ich da was gespendet bekommen hatte von CD Projekt Red. Blablabla. So, möchte ich jetzt aber dann dementsprechend dafür, dass Nilfgaard da ist, steht jetzt dieses Fass-Opening natürlich in Zeichen von Nilfgaard. Es sind ja auch allgemein neue Karten dazugekommen, aber das Ziel ist es jetzt natürlich, so viel wie möglich von Nilfgaard zu bekommen. Also machen wir jetzt mal auf, drückt mir die Daumen, wie ich sie auch heute euch gedrückt habe, dass ihr hoffentlich geile Scheiße zieht für Nilfgaard und allgemein. Schauen wir mal, wie es bei mir so wird, bei meinen 24 Fässerken. Oh, schon mal eine Nilfgaard-Karte und wie man sieht, sie haben auch den Kartenrücken verändert. Ah, enthüllt eine zufällig gewählte Karte auf der gegnerischen Hand. Oh, okay. Ah, leider hier nichts Besonderes. Nichts Auswählbares für Nilfgaard. Aber immerhin schon mal eine Karte bekommen. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt. Und öffne das nächste Fass, mein Freund. Wie man sieht, 300 Scrap habe ich sowieso. Da lässt sich auf jeden Fall noch auch später was herstellen. Leider alles, aber hier was Neues, was ich noch nicht besitze. Verringere die Stärke einer gegnerischen Nicht-Goldeinheit mit einer Stärke von mindestens 10 um 5. Mit einer Stärke von 7 und in jeder Reihe spielbar. Das könnte interessant werden. Immerhin auch hier in dem Pack eine weitere Karte bekommen, die ich noch nicht besaß. Also somit auch schon mal da kein Reinfall. Aber wir hoffen natürlich hier auf die Legendaries. Oh, Schneesturmtrank. Aktiviere, deaktiviere Immunität gegen Wettereffekte bei allen Exemplaren einer Nicht-Goldeinheit auf deren Seite. Das heißt, ich könnte auch beim Wetterkontrolldeck mir die Gegner aussuchen und mich dazu entscheiden, dass sie nicht mehr gegen Wetter immun sind. Das ist ja mal echt witzig. Oh, leider hier eine Menge doppelt wieder bekommen. Schade, aber immerhin auch hier wieder einen Trank bekommen, den ich noch nicht hatte. Also auch eine Karte. Wie, dass es ja auch ein Trank ist. So, mein Freund, mach mal was weiteres hier auf. Leider nix. Leider. Ja, alles, was ich schon da irgendwie besitze. Dafür hier eine Karte. Eine Keljano HP hier, verwandel alle HP in Eier auf deiner Seite, die keine Goldeinheiten sind, in HP und erhöhe ihre Stärke um 2. Erhalte eine Stärke für jedes HP in Ei, das diese Einheit verwandelt. Das wird auch später ein sehr lustiges Deck, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, auch zu basteln. Mit diesem Patch haben sie es auch wieder geschafft, dass ich Bock habe, mal ein bisschen wie am Monster zu spielen, was vielleicht mit den ganzen Wetter-Changes und so mal endlich mal Bock macht, auch anders Monster zu spielen, ohne gleich aufs Maul zu schlimm zu bekommen. Aber lassen wir uns mal überraschen, welche kommenden Decks demnächst alle auftauchen werden, jetzt nach dem Patch. Ja, viel doppelt, mein Freund, ne? Ja, alles hart im Besitz. Das war leider kartenmäßig ein Griff ins Klo, was dieses Fass anging. Komm schon, enttäusch mich nicht. Enttäuscht mich nicht. Ich bin hier, um Werbung für dieses Spiel zu machen. Selbst jetzt von jeder Karte eine, aber kein Nilfgaard. Ey, da könnte man echt solche richtig schönen Fail-Sounds einbauen, habe ich das Gefühl. Wieder leider ein Fass, was mir nichts gebracht hat. Oh, dafür hier eine neue Einheit, dem Temerischer Fußsoldat. Spiele alle temerischen Fußsoldaten aus deinem Deck aus. Stimmt, der Effekt war vorher auch hier anders, ne? Wenn irgendwie Schaden bekommt. Das heißt, das ist im Grunde
wie die wilde Jagd, also die Reiter der wilden Jagd. So funktionieren diese temerischen Fußsoldaten. Ihr spielt einen davon aus, die restlichen vier kommen auch raus. Bam. 12 Stärke auf dem Feld. Nicht schlecht. Oh, okay, hier können wir wenigstens dann noch eine davon nehmen. Kann man ja eh dreimal spielen. Also, warum nicht? Zwei, so gesehen, neue Karten. Okay, die hatte ich aber hier. Es ist ja nicht verkehrt, bei solchen, die doppelt zu haben. Man will sie ja mehr als einmal im Deck haben, ne? Lame. Oh, nicht lame. Ich nehme es zurück. Timerischer Fußsoldat. Ach, das ist genau dasselbe. Ah, jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich schon alle drei Stück. Also, was heißt alle drei Stück? Es gibt scheinbar bestimmt auch jeweils von diesen drei Versionen. Also, da man ja drei Stück im Deck haben kann, drei verschiedene Versionen. Das ist schon mal nice. Silberblau. Spiele jedes Mal, wenn... das Gesicht sieht echt zu geil aus. Wenn diese Einheit geschwächt, aber nicht zerstört wird, ein Exemplar dieser Einheit aus deinem Deck aus. Auch nicht schlecht. Aber keine Fähigkeit, 10 und Silber. Das spricht mich gerade irgendwie... im Besitz bereits. Okay, scheint wohl im Deck schon vorhanden zu sein. Glück, dass ich nicht drauf gedrückt habe. Nehmen wir natürlich den Drummond Schildmaid. Immerhin. Viele neue coole Sachen jetzt hier bekommen. Auf zum nächsten Fass. Enttäuscht. Sebastian traurig. So, jetzt hab ich davon immerhin von der Version alle drei, auch wenn ich es nicht bräuchte. Nächstes Fass kommt schon. Papa braucht ein paar neue Schuhe. Gib mir die 7. Oh, das ist der Zerstörer am Ende deines Zuges. Die schwächsten nicht goldene Einheiten in der Reihe. Außer diese Einheit und absorbiere ihre Stärke. Boy, bin mal gespannt, was da so kommt. Okay, jetzt habe ich da wenigstens immerhin drei Stück von. Noch nicht mal lila kam bis jetzt. Enttäuschend gewendet, enttäuschend. Wir haben schon einige Karten aufgemacht. Eingänge fest. Hey, immerhin ist hier schon mal ein Blau. Wow, von einem Cyborg. Ey, lila. Zwar keine von den wirklich neuen Karten, aber was soll's? Hab ich noch nicht. Jetzt habe ich sie. Iris, danke. Schön, dass du in meinem Team kommst. Freut mich, hast dich richtig entschieden, auf die Gewinnerseite zu kommen. Um dann von mir direkt wieder auf die gegnerische Seite gelegt zu werden. Oh, kam da lila zum Durchfinden. Tagesanbruch in der Special Edition hier. Wie heißt es nochmal? Genau. In der halt bewegbaren Version. Oh, geil. Da habe ich auch ganz vergessen. Da kommen ja auch viele Decks. Und da habe ich mir schon gedacht, so, da was anzusparen, um so viele Karten wie möglich genauso zu machen, ey. Das finde ich richtig geil. Ey. Ein Deck so aus voller bewegbaren Bilder. Das sieht mega aus. Das gefällt mir richtig gut. Wow, einfach so, weil, warum nicht? Bringt nichts. Silber sieht einfach immer geiler aus, vom Rahmen her. Noch 12 Fässer vor uns, Troll. Ich schreibe einen Report, wenn hier nicht mindestens ein Legendary rauskommt. Dann bin ich traurig. Leider Niete. Leider nicht ganz eine Niete. Glücklicherweise hier noch eine Karte, die wir brauchen können. Mann, warum haben von denen alle so komische Gesichter? Sonst sind die nicht so gezeichnet, so... Sehen ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Oh, gleich zweimal Nilfgaard. Generiere einen Kuhkadaver. Einheit auf der gegnerischen Seite. Warum muss ich später mal nachgucken, was genau der Kuhkadaver macht? Fußverteilt, keine Fähigkeit. Einfach nur ein Achter. Ist nicht schlecht. Achter Stärke ist nicht sonderlich schwach. Oh, und die Version haben wir auch noch nicht. Boah, die haben Gesichter drauf, ich sag's euch, Leute. Jetzt haben wir von denen schon mal, von den Drummond-Schildmeiden, jetzt jede Version einmal. Hey, kann mich nicht beklagen. Ist schon mal super, brauche ich später nicht machen. Weiteres Fass öffnen, mein Freund. Wir sind jetzt, glaube ich, beim 11. oder ist das jetzt das 10.? Ne, beim 11. angekommen. Blau schon mal hier, in der Hoffnung, dass das nächste höher sein wird. Oh! Dimitrium-Bombe in der geilen Beweg-Version. Premium, ne? Ist das? Das heißt ja nicht Premium. Mein Gott, wie heißt das nochmal? Ich glaube, ich werde niemals drauf kommen. Ah, das sieht echt
geil aus. Nice. Nice. Alle im Besitz. Nein, okay, aber... Oh, alle im Besitz. Ach komm, einfach, weil wir Emmerin noch nicht, was heißt, hatten. Das ist, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, an sich geil, aber... Oh, immerhin. Oh, so viele bewegbare Bilder, diese Premium. Ich nenne es aber trotzdem mit Premium. Vielleicht ist es ja auch richtig mit dem Hintergedanken Premium. Karten. Okay, weil man von dem wahrscheinlich sowieso mehrere haben kann. Von derselben bis zu drei. Komm schon, nur noch 8 Packs hier. Jetzt wird's langsam enge im Gedränge. Wow, der ist echt blau. Nice. Obwohl, den habe ich eh. Oh, endlich mal. Aber er ist zweimal im Besitz. Okay, immun gegen Wetteffekte. Solange sich diese Einheit auf dem Schlachtfeld befindet, erhältst du jedes Mal eine Stärke, wenn eine Karte auf einer der beiden Händen enthüllt wird. Nice. So, ja, nicht schlecht. Immerhin wieder eine, die ich dann jetzt dreimal habe. Wenn man überlegt, wie viel ich mir dafür wahrscheinlich basteln muss. Oh, lila für Monster hier. Was kann das sein, was ich nicht schon längst habe? Was ich schon längst habe. Dafür gibt es später richtig viel Scrap. Einfach so. Warum nicht? Sieht wieder so geil aus. Oh, lila, blau, aber kein Legendary. Und alles in meinem Besitz schon. Schäm dich, Spiel. Schäm dich. Eine Nilfgaard-Karte. Eine blaue. Ah, aktiviere, deaktiviere Zähigkeit bei einer Nicht-Gold-Einheit auf deiner Seite. Eine Einheit mit Zähigkeit verbleibt für die nächste Runde auf dem Schlachtfeld. Das finde ich, die Karte finde ich eigentlich ganz nice. Uiuiuiuiuiui, von denen habe ich bereits schon zwei. Dann habe ich jetzt halt drei. Verringere die Stärke einer gegnerischen Nicht-Gold-Einheit um drei. Nice. Ja, weiteres Fass öffnen. Die letzten 5 Leute. Legendary, Legendary. Komm schon. Komm schon. Oh, dafür da. Jetzt haben wir von der Version nochmal eine bekommen. Und hiervon auch einen Hafgar-Schmuggler. Erhalte jedes Mal eine Stärke, wenn eine enthüllte Einheit auf der gegnerischen Seite erscheint. Jetzt mehr. Oh, was für eine schöne Potion. Oh, so schön am Blubbern. Aber den brauche ich, weil ich den noch nicht habe. Aber die ist so schön am Blubbern. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Ey, ich finde, das sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Aber wir nehmen natürlich den Vicovaro-Doktor mit. Lass eine zufällig gewählte Bronzeeinheit, die nicht unheilbar ist, vom gegnerischen Friedhof auferstehen. Aber auf meine Seite? Wenn ich mich nicht täusche. Weil das sonst ist das ja ziemlich dumm. Manche mal müssen die Texte auch ein bisschen anders auf Deutsch übersetzen. Oh, komm schon, Kartentroll. Ich war immer dein bester Freund. Immerhin einmal Nilfgaard. Verringere die Stärke einer Nicht-Gold-Einheit auf... Gold-Einheit auf Spionage auf einer... verringere die Stärke einer Nicht-Gold-Einheit auf Spionage auf einer beliebigen Schlachtfeldseite um 4. Wurde die Einheit zerstört, erhalte 4 Basisstärke. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man Spiondeck spielt. Oh, welchen Troll will ich? Will ich Trollololo oder Meister der Meister? Oh, das ist jetzt die Frage. Verringere die Stärke aller Nicht-Gold-Einheiten in der gegenüberliegenden Reihe um 1. Erhalte für jede Einheit, deren Stärke verringert wurde, 2 Stärke. Oh, das ist eigentlich ziemlich nice. Erhalte zu Beginn deines Zuges plus 2 Basisstärke, wenn diese Einheit die einzige enthüllte Einheit in der Reihe ist. Die beiden Trolls sind richtig geil, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Trollolo. Oh, verzeiht mir, aber da hat gerade das nördliche Königreich gewonnen über Nilfgaard. Verzeiht, mein Herz blutet auch. Die letzten 3 Fässer. Die letzten 3.
Und ich bin mad, weil noch kein Legendary kam. Oh, die Einheit ist geil. Er hatte zwei Stärke für jede Einheit auf Spionage auf dem Schlachtfeld. Das ist sehr nice. Die ist im Deck, wenn man sowieso spielt, eigentlich schon Must-Have. Die kann richtig fett werden. Ah, dafür habe ich den noch nicht. Verliere jedes Mal eine Stärke, wenn eine Maschine, die keine Goldeinheit ist, auf deiner Seite ausgespielt wird. Erhöhe dann die Stärke der ausgespielten Einheit um 3. Oh. Aha. Sich selbst schwächen, aber andere dauerhaft stärken. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haut an sich ganz schön rein, die Karte. Mann, wie viele Deckmöglichkeiten jetzt dazu kommen. Gefällt mir. Oh. Ein Fass. Dir, lieber Gwentgott, höre meine Gebete, dass doch bitte im letzten Fass ein Legendary drin sein soll. Das wäre nett. Immerhin habe ich Geld dafür bezahlt. Das wäre cool. Dein Gamer-Neighbor, der Sebastian, ne, wünscht sich das. Leute, zum letzten Fass. Wessen Gebete wurden erhört? Meine Gebete wurden erhört. Oh mein fucking Gott. Was für ein Gebet von mir. Also ihr wisst, was zu tun ist. Ihr habt wahrscheinlich die meisten schon von euch jetzt die Karten geöffnet. Jetzt wisst ihr, was ihr tun müsst, um Legendaries zu bekommen. So bekommt man die. Nicht anders. Ist nichts gescriptet, nichts nachgespielt. Seht ihr? Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Blablabla. Oh. Gebet des Jahrtausends. Und ich nehme Saskia. Obwohl, oh, der letzte Wunsch ist jetzt Legendary? War das schon immer Legendary? Weiß ich, um ehrlich sein, gar nicht. War das wirklich schon immer Legendary? Ein Gruft-Vibe möchte ich eigentlich gar nicht gerade. Auch wenn ich auch schon nice. Nein, aber ich möchte Saskia, weil die finde ich eigentlich ziemlich nice. Die passt auch in mein Zwergendeck mit rein. Und, oh, nice. 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 Oh, ich finde das geil, besonders Saskia wollte ich eigentlich schon immer irgendwann mal haben. Aber brauche ich sie mir nicht mehr craften? So, wie ich das all die überzuschüssigen Karten zermale, ob ich mit dem Scrap noch eine Legendary craften kann, werdet ihr aber erst in der, was heißt nächsten Folge sehen, in der morgigen Folge, wenn ich mit mir mein erstes Nilfgaard-Deck erbaue und spiele. Das werde ich noch heute am selben Abend machen und ich euch zeigen werde. Es wird aber auch dementsprechend unzensiert kommen, auch diesmal noch ausnahmsweise mit Cam, denn es ist spät abends, ich möchte gerne dieses Pack-Opening heute noch rausbringen. Und deswegen muss ich gucken, dass ich die zwei ersten Runden mit Nilfgaard, wahrscheinlich gegen zweimal Nilfgaard, bereit habe für morgen. Und Mittwoch kommt dann der Stream, Leute, ne? Nicht vergessen, Mittwoch, damit ich erstmal wieder in meinen Rhythmus reinkomme. Ich wollte eigentlich heute einen machen, aber ich habe gesagt, nee, habe ich mir gedacht, mach das doch erst Mittwoch in meinem Rhythmus, einfacher für mich. Ihr bekommt trotzdem eure Folgen zu sehen. Und, ach, wie gesagt, oh, dieses Legendary Flimmer Flimmer. Ich find's einfach nur geil. So, wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir unbedingt in den Kommentaren, was ihr alles bekommen habt. Das würde mich sehr groß und sehr doll interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei eurem Sebastian, eurem Gamer Neighbor, zu einer weiteren Folge Gwent The Witcher Card Game. Haut rein, Leute!